So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Dom dabei. Servus! Und wir gucken uns heute an 8Cast, oder besser gesagt Kappa Cast, Turtle Cast, gegen Show and Tell. Kappa. Ja, ein sehr, sehr lustiges Matchup für einen von beiden eigentlich. Für 8Cast? Eher weniger. Also Show and Tell macht halt Show and Tell und 8Cast macht so. Ja, aber 8Cast kann schnell genug sein. Ja, bis Turn 3 schwierig. Ja, aber Chalice auf 1 kann schon gegen Show and Tell eine Menge machen. Ja, Chalice auf 1 kann eine Menge machen, das ist korrekt. Und Force, wir sehen auch schon Force auf der Hand. Ich sehe jetzt erst, dass die Matte den Tag falsch rumlag. Nein! Dün. Vielleicht kann ich nachträglich das Video noch drehen und egal, ihr werdet es sehen. Wenn ihr es jetzt richtig rumseht, habe ich noch ein bisschen was rumgeschnibbelt. Ansonsten, nein. Ja, prinzipiell, also ich glaube prinzipiell ist Show and Tell schon ja. Schon stark favored. Ich meine, klar, 8Cast kann Chalice machen, danach ein, zwei Spreads machen, aber bis Turn 3, Turn 4 machst du selten was. Ja, du kannst halt auch echt wirklich Show and Tell into Omni sein, sind du Winner einfacher. Ja, das ist halt so. Machst du halt nicht viel. Was haben wir denn? Das ist eine Intuition gewesen, die ist auch drunter. Oh, Malo 5. Ja, Malo 5 tut natürlich dann gut, dann kann 8Cast vielleicht auch was machen. Ja, das ist halt Fetch so. Auf. Kannst du doch locker auf Duel gehen. Er weiß nicht, wohin er spielt. Nur einer am Tisch weiß, wohin er spielt. Godzilla Island. Yes, Island. Das ist, glaube ich, auch der Einzige, der die bei uns spielt. Nein. Wie spielt die denn noch? Der Daniel auch. Daniel? Uerdelver. Ach ja. Der spielt stimmt. Die auch. Der spielt die auch. Und ja. Dadurch, dass... Ist ein Ponder, richtig? Ist ein Ponder, ist ein Ponder ja. Das ist das Secret Layer Artwork, ja. Sehr schön ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und go. Ja. Auf der anderen Seite jetzt, 8Cast wahrscheinlich so, hier ist meine Hand. Ja, wahrscheinlich so, ich kotze meine Hand aufs Feld und ziehe sie 4 Karten neu. Ja. Das ist ja normal. Kommt erstmal eine Challenge auf 1. Jo. Challenge on 1. Judge Reward Challenge. Ja, es ist ein Daze. Da ist ein Force auf der Hand. Will man das jetzt forcen? Ist die Frage, ob das einem... Also der Backdraw für das Daze ist halt enorm. Ja. Ich glaube, das will man forcen. Alleine, weil der Show-and-Tell-Spieler... Oh, ouch. Weil der Show-and-Tell-Spieler halt jetzt nur Land-Go macht. Ja. Ja, okay, hätte er ohne Chalice auch... Ja, okay, so kann er halt keinen One-Z casten. Das stimmt schon, ja. Da sieht man... Ponder! Hat sich richtig gelohnt, sagst du. War der Draw dann zwei Ursachsage auf der Hand von 8Cast. Boah. Mox. Da hat man den Trigger. Jetzt kann man Mana machen. Ja. Das ist nicht so stark. Nee, von beiden Seiten aktuell nicht so. Stimmt. Es wurde gar nicht das Land nachgelegt. Nein, es wurde ein Fettland nachgelegt. Ja, wahrscheinlich, weil man jetzt einfach ausdünnen will. Und man weiß ja, was die dritte Karte noch war. Dann will man den Schrott einfach wegkriegen. Hätte man aber trotzdem auf Duel gehen können, glaube ich. Ja, wenn Show and Tell nicht weiß, was 8Cast macht, dann könntest du bei der Mana aber davon ausgehen, dass ein Wasteland drum rumfliegt. Das könnte natürlich sein. Auf der anderen Seite diese Whiteboarder-Duels. Ja, in dem Deck. Ja, dafür sind die mit Blackboarder in der Gruppe, haben wir alle Deutsch. Also. Ja, naja, Italienisch haben wir auch. Das war ein Second Land Drop. Ja. Nein. Doch. Nee. Bei 8Cast war on the draw. Der liegt jetzt das dritte Land. Chalice, Daze. Ja. Dann geht er in seinen Zug, legt ein Land. Dann liegt 8Cast ein Land. Dann liegt 8Cast ein Land. Dann ist er dran. Das ist richtig. Das ist komplett richtig. Ich bin gerade der festen Überzeugung, der hat einen zweiten Land Drop gemacht. Dadurch, dass Chantel ja angefangen hat. Ja, aber 8Cast legt jetzt das dritte Land. Genau. Oder könnte es dritte. Ah, stimmt. Könnte es dritte legen. Falcon. Ja, das ist. Genau, hier macht man einen Dude und dann macht man eine Emry. Die wird für Force of Wild. Ja, okay, das Spawn, da kannst du halt wegschmeißen. Das ist aber kein Problem. Das stimmt. Manchmal spielt man ja Break Mainboard. Oh, aber ich glaube, das. Puh. Engine Doom? Go. Oh, Show and Tell Emrah cool wäre jetzt so gut. Genau, Trigger und Stack. Trigger und Stack machen Dude. Das zwackt halt auch Leben. Ja, und tut aber jetzt auch gleich ziemlich weh.
1, 2, 3, 4, 5 Artefakte Minimum. Ja, man kann die jetzt halt... Oh. Das Spellbomb zum Kreaturen bouncen. Aber man hat kein farbiges... Doch, hat man. Doch, hat man. Scheiße. Hat man. Und man kann jetzt einfach die Ursachsager legen noch. Und dann... Oh, und so, Petal auch Petal noch. Auch noch. Das ist schön. Das ist schön. Petal, das tut weh. 6 Artefakte. Und Gedanken an Ordnung. Brainstorm, Träger, schade. Probieren kann man's. Lass noch einen Fortcast und einen Fortmonitor. Ja, du musst das Blau offen lassen. 3, 4, 5, 6. Hit für 6. Das sind einfach das nächste Runde Sleeve. Also der ja. Topdeck muss pervers gut sein. Oh, es ist ein Otawara, es ist kein Fortcast. Ne, das ist das ist Ja, legst du quer, siehst du mehr, sind 12 Schaden. Ne? Boah. Wie ätzend. Ja, das passiert schon. Oh, der Emmy noch auf der Hand. Ja, du brauchst halt, das ist halt im Endeffekt noch nicht mal wirklich eine AB-Kombo. Ist das eine AB-Kombo schon? Manchmal ja. Manchmal ja. Also mittlerweile spielt man ja eher ABC, weil du halt oft das Omniscience suchst. Weil gegen viele Decks brauchst du es mittlerweile. Ja. Aber grundsätzlich ist es ein AB-Kombo-Deck. Du machst Schoenthal, du machst Grisselbrand oder Emrakul. Du hättest die halt, die Omniscience hättest du safe gebraucht wegen der Spellbomb. Genau. Und das ist halt genau das Problem. Und dadurch, dass das Deck halt mittlerweile echt ein starkes Midrange-Kombo-Deck geworden ist, weil du hast Turn 3 oder sowas machst, du hast Days, die dich verlangsamen. Du versuchst zwar mit Sizzaman Spirit Guides aufzufangen und so, aber du bist einfach langsamer und du bist ein langsames Kombo-Deck. Ja, okay, der Spirit Guide ist auch ein One-Off oder ein Two-Off. Zwei oder drei sogar manchmal. Und dadurch bist du halt in diesem Problem, dass du ein Midrange-Kombo-Deck bist. Und Midrange-Kombo-Decks sind aktuell halt in der aktuellen Meta nicht gut. Wenn du dort siehst, was 8-Caster macht, ist halt so... Ja, genau, man kann halt neidisch werden. Auf der anderen Seite, Schauntel ist halt, kann halt immer noch einfach mal Schauntel, einmal cool, Beatdown. Wir hatten jetzt in der letzten Season, beziehungsweise doch in der letzten Series, nicht in dieser Series, hatten wir ja auch zwei Schauntel-Spieler und beide sind 2-2 gegangen. Das ist ein solides Ergebnis. Dafür, dass an dem Deck sich seit 8 Jahren nichts geändert hat. Alter, da kommen ab und zu mal ein paar andere Tutoren rein, das war's. Ja, es sei denn, du spielst diese Sneak-Show-Variante. Die hat sich, glaube ich, seitdem es Omniscience gibt, nicht geändert. Vielleicht Sideboard. Vielleicht spielt man jetzt Meltdown. Ja, es ist Sideboard, aber das ist ja eh ein bisschen wacky immer. Mhm. Aber ich würde auch so... Uff. Sneak Attack? Uff. Gut, Force Wild. Ich sehe einen Pflasterstone auf der Hand. Das tut weh. Das ist ein Force of Will Pitch. Nee. Lässt man einfach resolven und hat das Sneak Attack, Show and Tell Sneak Attack noch auf der Hand. Ja. Zweiter davon. Und ein Emry. Das ist widerlich. Hüte das Feld. Pflasterstorm, LED, nicht LED, Lotus Petal, Mox und ein Fortcast. Uff. Das ist eine Bridge. Ja, das ist ganz gut. Einfach Schauntel into. Ja, will man dem Gegner den Vorteil geben? Schwierig. Ja, oder man knallt halt einfach so Braid auf ein Land. Oder auf die Emry, stimmt, ja. Stimmt, die macht ja auch 3 Schaden. Ja, ich war nur gerade, ob Remy. Sai hat 4 hinten, Emry hat 2 hinten. Ne? Noch eine City. Nice. Wow. Und jetzt so für 0. Hier den kommt. Meltdown für 0. Träger und Stack. Tap. Ja, dann kann man es nämlich machen. Fetch. Dann kann man sich einen Dings raussuchen. Oder einen Mountain. Boah. Da hätte ich wahrscheinlich den Mountain raus. Den Ding rausgesucht. Also man kann keinen Mountain suchen, das ist ein Flooded Strand. Ach, stimmt. Ja. Hätte ich wahrscheinlich auch Ding genommen, Volcanic. Aber ja. Kann man hier irgendwas machen? 4 Mana. 4 Mana, 2-2, draw 2 Cards. Das ist praktisch ein Maldrifter. Boah. Maldrifter kostet 5. Der ist noch ein bisschen schlechter.
Das ist ja widerlich, ey. Jetzt brauchst du halt die Spellbomb. Und selbst dann brauchst du noch Mana, um die Spellbomb zu cracken. Ja. Ein Mana, Gott, dann keine Anordnung. Ich glaube, das sind Days noch auf der Hand, aber das nimmt man. Das sind da zwei Showtails auf der Hand. Krass. Echt? Ich glaube, ja. Kein Payout. Nein. Uff. Aber gut, er muss ja nur Topdeck. Ja, zwei Showtails und kloppen Days. Was ist da gezogen worden? Wahrscheinlich noch eine Sneak Attack. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, ist noch eine Sneak Attack. Auf jeden Fall. Boah, ist das alte Show-and-Tell-Problem. Jetzt einfach mal denn, was zu finden, was man irgendwie da reinlegen kann. Du hast wie viel Outs? 5? 7. 4 und 3? Hier, 4 und 3 plus noch einen Intuition. Nicht Intuition, sondern doch Intuition. Oder? Heißt es Intuition? 3 Karten aus dem Deck nehmen. Eine davon auf die Hand. Intuition, ja, ich meine. Ja, egal. Wir wissen ja alle, was wir meinen. 3 Karten mit dem Unterschied, mit demselben Namen. Also ja, einfach. Du kannst auch egal welchen Namen nehmen. Ja, guck mal sich die an. Aber was war's? Was war's? Days. Days. Jetzt mit dem Chalice natürlich noch ein bisschen ärgerlicher. Aber vor allem ist halt 2 Runden Beatdown Clock. Ja. Doppeldraw. Das ist ein Force. Edgar hat halt auch nichts. Nee. Wirklich absolut nichts, außer 2 Beat pro Runde. Das ist eine 10, das ist eine 7-Turn-Clock ja. Aktuell. Oh Gott, das war ein Land. Brutzillamon. Ja, das ist halt echt. Das kann man überlegen, ob man das Sneak Attack legt. Ach so, ja. Warum nicht? Ja, brauchst jetzt eigentlich nicht mehr wegen. Chalice. Brainstorm wird keiner mehr kommen. Oh. Hullbreacher. End of turn, Hullbreacher. Clock. In eine 3-Runden-Clock verteilt. Das ist heftig. War alles nicht schlecht. Draw Card. Beat für 5. Jetzt kommt wahrscheinlich so, der letzte Draw ist dann. Oder der vorletzte Draw ist. Na? Naja, so nein. Wie das auch schon reagiert hat. So wie das Lachen schon war, ja. Ja, stimmt. Mein Deck verarscht mich gerade wieder. Ja, das ist so bitter. Das ist schon wieder das Days. Muss man da mal gucken, ob es doch wirklich das Days ist. Das stimmt. Könnte ja sein, dass irgendeins ist, was nicht 100% Limit ist. Und dann hat man zweites gesehen. Man kann vor allem auch vielleicht ein Force-Offil sehen oder ähnliches. Wenn man die Karten nicht ganz genau kennt, diese stimmt, komischen Karten. Stimmt, ja, die Yu-Gi-Oh-Karten. Das halt ja. Oh, da ist ein Kappa auf der Hand. Kappa, Kappa, Kappa. Boah. Muss man den wirklich spielen? Ich glaube, man muss ihn nicht spielen. Man will ihn spielen. Natürlich will man ihn spielen. Man will ihn spielen. Muss man ihn spielen. Die Idee ist nämlich, man macht sich weniger Schaden und ist dadurch einen Emrakul-Angriff zu überleben und zurück zu swingen und zu gewinnen. Oh, gruselt er die. Ja, der macht halt, damit hätte man blocken müssen. Den hätte man reinbringen müssen zum Blocken, hätte den Hullbreacher blocken müssen, hätte danach 7 Karten ziehen können. That was a mistake. Ja. Das war ein Fehler. Schade. Weil das hätte nochmal richtig, richtig das rumreißen können. 7 neue Handkarten. Ja, du bist dann gerade, du bist dann auf. Ja. Ja, du gehst dann halt auf 9. Leben. Nee, du gehst auf 9. Du blockst ja den Hullbreacher. Nimmst 2 von denen. So stimmt, ja. Ding. Boah. Battle of the Forces. Ja. Ja, das Days kannst du dir jetzt gerade klemmen. Ja, das Days ist keine gute Karte. Jetzt nee. Showtell aber auch nicht. Und ja, da hätte man blocken, drawen können für Liefel wahrscheinlich sogar. Mhm. Hm. Hier wird auch der 2-2er zurückgehalten. Sehr patient, damit man nicht an einem Emrakul, wirklich nicht an einem Emrakul stirbt. Ne, man hat ja auch mittlerweile genug da liegen, dass man einfach was wegopfern kann. Genau. Genug Länder vor allem. Mm. Dafür, dass das Deck nur 15 oder so spielt. Das ist eine Menge. Ja, ist aber schade, dass das Showtell einfach nichts sieht. Aber gut, das passiert bei dem Deck. Brainstorm wird gekontert, wird gekontert, wird gekontert. Und dann ergibt er sich sein Schicksal. Ja. Schwingt rein. Und. Ja.
Chat ist auf Null, damit er einen Trigger kriegt und unblockbar ist. Man geht hier wirklich sehr vorsichtig vor. Boah. Yo, das ist wirklich vorsichtig. Weil wenn er jetzt immer noch den Ding hat zum Blocken, schmeißt er den rein, blockt den, geht auf 7. Der kann den noch nicht blocken. Nee, den Hybridger. Ach so. Den Hybridger hätte man mit einem Emmy blocken, mit einem blocken können. Ja, 2-0 für Edgars. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.